Okidoki, hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Splatoon 3. Ah, okay, im letzten Stream sind wir hier stehen geblieben, nur am Rotieren. Dann machen wir weiter mit der nächsten Mission. Ich meine, hier kann man ja schon erkennen, dass man sich das angetan hat. Gut, Salmini hat hier eben gerade ein bisschen rumgechillt gehabt. Daher bin ich auf diesen, ich sag mal, Schalter. Wobei, nach einem Schalter sieht das nicht aus. Alarmglocke oder was? Was hat Salmini hier gemacht? Da ist er. Und was ist dein Problem mit diesem Knopf hier? Achso. Oh, Fischfutter. Yummy. Rike, was geht? Boah, Rike. Kannst du bitte aufhören, solche coolen Bilder auf WhatsApp hochzuladen? Und diese als Profilbilder zu benutzen? Genau. Dein Profilbild. Hat mich umgehauen. Oha. Wie geht's? okay, ich kümmere mich mal erstmal hier um diesen Kollegen, wobei... Geht das nochmal so? Ups. Dein Salmini geht nicht an den Flauschkern ran, bis er Fischeier kriegt. Ach, wie viele Fischeier brauche ich denn für diesen Spaß? Erstmal reinkommen. Pfeile? Okay. Oh, Wegweiser. Korrekt. Oha, Kanscha, danke schön. Ja, ist so. Das hat mich gerade voll irritiert, als ich mit ein paar Kollegen... Also sprich mit Arbeitskollegen auf WhatsApp am Start war, wir müssen an einem Protokoll arbeiten und bis Montag müssen wir das abgeben. Und dann gucke ich so rein und plötzlich sehe ich dein Profilbild und ich dachte, oha, will sie mich reinlegen oder was? War schon ziemlich tough. Ich bin ein bisschen lost, Rike, aber das kennst du ja. By the way, du hast voll das coole Schwert da. Ah, okay. Da sollte ich mal hin. Nein. Oh, hier kann man... Ach was, hier ist ja auch eine Mission. Haften, schießen, springen. Setze den Haftsprung ein und erreiche das Ziel. Okay. Genau. Ich weiß nicht, ob ich lange streamen werde. Mein Internet ist irgendwie zickig heute. In den letzten Tagen sah das jetzt auch nicht so rosig aus. Aber dankeschön. Freut mich voll. Ja, nice. Das war auch mein Ziel. Hier ist korrekter Umgang mit dem Haftsprung gefragt. Strecke, schwinge und schleudere dich zum Ziel. Wie jetzt? Okay, Belohnung 1200 Fischeier. Okay, dann legen wir los, Rike. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Stardew Valley gespielt? Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Hereinspaziert. 30 Fischeier. Kostet dich der Spaß. Streck den Tentakel. Ich will zurück. Kann man überhaupt zurück? Nee. Geht nicht. Rike, wärst du so freundlich, mir hin und wieder mal Bescheid zu geben, falls irgendwelche Probleme im Stream vorhanden sollten? Lagging-mäßig. Boah, wie cool sehe ich denn aus? Junge, Screenshotten, hallo. Oha, ich sag mal. Willst du mich reinlegen? Warte mal, ich mach kurz einen Screenshot für Twitter. Das sieht zu schön aus. Oh mein Gott. Nice. Guck dir das mal an, Rike. Das sieht doch voll stylisch aus. Die Charaktere ändern sich doch nicht so großartig, nur die Haarfarben. Ist tatsächlich schon eine längere Zeit her, wollte aber am Wochenende wieder spielen, vielleicht auch heute Abend schon. Nice! Okay. Lass uns mal bald wieder Animal Crossing zusammen spielen, das war doch voll cool, dass wir das zusammen gezockt haben. Okay. Bin zurzeit auf meinem Disney Dreamlight Valley Trip. Ah, okay. Mache ich, korrekt. Okay, Haftsprung, ne? Ich springe. Hat nichts gebracht. Joris. Hey Joris, danke fürs Folgen. Ja. Yeah. Ich hoffe, du hast Tipps dabei. Hä? Warte mal, Haftsprung. Muss ich auf irgendwas drücken? Nein, hör auf jetzt. Hä? Was war das denn? Hä, was war das denn? Oh, wie cool. Das ist aber insane. Du kannst sogar an Wänden haften. Okay, das will ich mal kurz ausprobieren. Ich kann hier nichts beschmieren. Na dolle. Oh, ich sollte mich um Tinte kümmern.
Okay. Das ist aber cool. Geht das auch so? Ey, das ist abgefahren. Drücke B, um erneut zu springen. Okay. So, jetzt drücke ich auf nichts. Oh mein Gott, ich bin eine Katze. Ey, ist das cool. Die Piranha, was? Hat die Piranha gesagt? I am falling. Oh, 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 da sind meine Feinde. Ich sollte erstmal aufpassen. Ja, die Schwimmform ist, glaube ich, hier gerade nicht so gut. Hey, habe ich gerade nicht die Bombe benutzt? Hm, mal überlegen. Reicht das? Oh, hey Asuna, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Cooles Emote. Weiß nicht, ob das klug ist, was ich mache. Schwimmform. Ja doch, okay. Der Hammerhai. Ziemlich entspannt. Okay, von hier aus geht's weiter, oder wie? Oh, hallo? Ah, kann ich hier die Wände beschmieren? Ah, das funktioniert. Komm, 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 komm. Gut, gut, wie geht's euch so? Ja, mir geht's gut. Ich versuche gerade auf das Spiel klarzukommen. Oh, einen Augenblick. Ist der Stream auf stumm gestellt? Ja, okay. Ja, doch, doch, ziemlich chillig. Ich habe gerade, ja, ich hatte seit Montag 2 Wochen frei. Jetzt habe ich noch 1 Woche frei. Und ich habe in den letzten Tagen tatsächlich viel geschlafen. Hab das sowas von nötig gehabt. Aber jetzt ist alles chillig. Oh, ich Idiot, das ist doch der Rückweg. Das ist der Rückweg. Wie geht's dir eigentlich? Warte, ich brauche Tinte. Ja, mir geht's jetzt blendend. Ach, deswegen bin ich nach hinten gelaufen. Aber das ist doch im Wasser. Schön zu hören. Yeah, nice. Ah, Asuna. Wollen wir demnächst mal Mario Kart 8 spielen? Oder wie mit den anderen? Bin gerne dabei. Und wenn du möchtest, kannst du mir nochmal wegen Sonntag schreiben oder so. Oh, bald fängt mein erstes Praktikum an. Ja, nice. Freust du dich drauf? Oder bist du eher aufgeregt? Oh, KBS-Wert. Rieke, läuft bisher alles okay? Jetzt auf den Stream bezogen. Mein KBS-Wert ist gerade ein bisschen krank. Kann ich machen? Ja, cool. Freut mich. Ah, wenn du willst, kann ich dir gerne nach dem Stream oder vielleicht du, falls ich das verdrängen sollte, dir einmal meinen Freundschaftscode auf der Switch schicken. Dann können wir Freunde werden. Und ich bin tot. Ja, also bei mir läuft alles flüssig, okay? Ein Augenblick. Bin ich wieder am Anfang? Ich bin ein Fischkopf. Ich habe nicht mal den Checkpoint erreicht. Ätzend. Was für ein guter Sprung ist das denn, bitteschön? Okay. So. Sehr gut. Jetzt geht's ein bisschen schneller. Da ich diese Phase schon mal erlebt hatte. Oh, okay. Mist, ey. Miau. Miau. Ich mache fertig. Die zocken halt immer sonntags und vormittags. Ja, gerne. Kein Problem. Ich meine, ich stream das ja auch hin und wieder. So kann man den doppelten Spaß genießen. Steck mich erstmal und lese Rikes Nachricht. Ich bin eher nervös. Ich muss auch selbst ein Angebot machen für die Kinder und habe noch absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Was für ein Angebot? Also, keine Ahnung. Oh, oh. Worauf bezieht sich das? Oh mein Gott, ich bin schon wieder an derselben Stelle gestorben? Das Spiel will mich doch reinlegen. Achso, ich habe voll vergessen, auf den R-Knopf zu drücken. Oh, ich habe nur noch ein Leben. Na egal, okay, dann dient diese Runde dazu, um erstmal reinzukommen. Ja, ich gehe gerade davon aus, dass ich höchstwahrscheinlich irgendwo, irgendwann, irgendwie failen werde. Ätzend. Doch gar nicht. Oh nee, ne? Was? Jetzt schon tot? Okay, alles klar. Ich bin jetzt warm. Im letzten Checkpoint. Neu starten. Ich habe doch nicht mal den ersten Checkpoint erreicht. Ja, okay. Ich habe mich jetzt warm gespielt.
Passt auf, Leute, jetzt krieg ich's hin. Zum Beispiel, dass ich ein Bilderbuch vorstelle oder dass ich mit dem was bastel. Okay. Ja, du liest das einfach vor, oder? Und vielleicht kannst du dir auf YouTube oder auf Google, ja, von ein paar Profis oder von Leuten, die schon Erfahrung haben, ein paar Tipps holen. Was mögen zum Beispiel Kinder zu basteln, so in einer kleinen Gemeinschaft? Hauptsache ist, dass sie sich auf etwas konzentrieren können und dieses gemeinschaftliche Bewusstsein schon entwickeln. Dann haben sie es halt später hoffentlich etwas leichter in der Arbeitswelt etc. Hauptsächlich geht es ja darum, so Kindergarten, Schule, vieles am Wissen, was man sich aneignet, vergisst man ja, aber mit Menschen umgehen, so in Gruppenarbeiten zum Beispiel, ich glaube, das bleibt. Ey, dieser Kollege regt mich voll auf wie Steffen, ey. Voll nervig. Oh mein Gott, komm jetzt weg da. Wieso ist der so nervig? Guck mal, wie er mich erwischt jetzt. Oh mein Gott, habe ich ihn platt gemacht? Skiller. Das ist ja das größte Problem. Ich kenne die Kinder nicht. Ich weiß nicht, wie die drauf sind. Ah, ich weiß nicht. Es reicht doch eigentlich zu wissen, was Kinder, also allgemein jetzt gesagt, was Kinder so mögen. Spielen, basteln, kreativ sein. Irgendwas. Hauptsache ist, dass sie eine Beschäftigung haben und keine Ahnung, auch Feedback bekommen, gelobt werden, etc. Ey, sag mal, wo ist denn die Checkpoint-Fahne? Oder der Checkpoint? Das ist schon nervig. Oh, ich sollte mich um die Tinte kümmern. Warte mal, wie mache ich das am besten? Ach, warte. I have an idea. Oh, heftig. Das ist voll cool. Dieser Sprung ist ja so gesehen auch wie eine Waffe oder wie ein Angriff. Bombastisch, ey. Nicht jedes Kind ist gleich. Die einen sind gerne aktiv und turnen viel und die anderen malen. Turnen viel und die anderen malen lieber. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe ja auch schon mal im Kindergarten ein Praktikum gehabt, ein dreiwöchiges. Da gab es auf jeden Fall ein Kind. Ja, das war. Es war schon so wie eine erwachsene Person, die mit der Welt abgeschlossen hatte. Immer wenn die Betreuer etc. mit ihm etwas machen wollten, hat er einfach keinen Lust gehabt. Deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, okay, ich mache einfach das, worauf das Kind Lust hat. Zum Beispiel, es will rutschen. Dann, keine Ahnung, soll es rutschen. Gucke es an, es bekommt Aufmerksamkeit. Fühlt sich auch nicht alleine. Yuki, hey Yuki, was geht? Schön, dass du da bist. Hä, warum ist da bei Yuki so ein Audiosymbol? Schaut ohne Audio zu. Ach so, warte mal. Dann heißt das etwa, dass er nicht gehört hat, dass ich Hallo gesagt habe? Oh mein Gott, soll ich da hoch? Okay. Aha, okay. Oh, da muss man aber echt schnell sein. Da muss man voll schnell sein. Das geht ja tatsächlich. Oh nein, ich falle. Ich höre dich. Achso, okay, alles klar. Ja, das ist auch das Wichtigste. Den Interessen der Kinder zu folgen und nicht aus eigenem Willen was zu machen. Ja, genau. Lass sie schön einfach rumexperimentieren, rumprobieren. Und als erwachsene Person kann man dann eingreifen, wenn man der Meinung ist, okay, ich sollte dem Kind jetzt was sagen. Warte mal, sterbe ich deswegen? Nein, da oben war ja nichts. Warum war ich da oben? Und da bin ich gekommen. Nee. Ich bin so ein Freak. Von wo bin ich nochmal gekommen? hallo? Probier das mal aus. Okay, ich war hier schon. Ach, hör auf, das war doch richtig. Das sind doch schwebende Säulen.
ganz bestimmt nicht ohne Grund. Hallo, ich bin da. Okay, ich muss mich besser umsehen. Warte mal, wieso ist da dieser Ring? Ich sehe so cool aus, Mann. Heftig. Ich sehe ein bisschen aus wie Mirko aus My Hero Academia. Ein bisschen. Wegen der Hasenform. Geht das? Normal, Mann. Easy going. Oh, ich dachte, ich falle runter. Ja, gut, dass wir hier Ringe haben. Oder... Ey, aber wenn ich mich jetzt auf diesen Ring fokussiere, ne, dann könnte ich tatsächlich failen. Nein, ich hab's wirklich gemacht. Ich hab's geschafft, Mann. Als ob ich das Spiel entwickelt hätte. Nein, Spaß. Ich freue mich einfach nur. Normalerweise fail ich bei sowas, ganz besonders, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Funktioniert ein bisschen anders. Ach mal. Wie jetzt? Ich hab den Ring nicht erwischt, oder was? Sehr wichtig. Was haben wir da auf der linken Seite? Weitere Sesamringe. Ui, diese Säulen hören gar nicht auf. Was soll ich machen? Hast du eine Idee? Die lässt mich im Stich. Okay. Geht auch. Oh, Ivy spielt Pokémon Unite und so. Hä, warte mal, das schaffe ich doch nicht. Nein, hör auf jetzt. Die Säule ist nicht richtig. Hier. Da gibt es nur ein paar Fischeier. Achso, okay, danke, Yuki. Ja, ich freue mich immer wieder über Tipps und Ratschläge, ganz besonders in Spielen, in denen ich jetzt nicht so drin bin. Solche Spiele wie Splatoon. Ja, ist schon ein aufregendes Abenteuer. Okay. Das sind Fischeier. Ja, ich muss da hoch. Oh mein Gott, ich falle! Easy going. Hä? 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 Bis jetzt habe ich nur ein Zelda-Spiel gestreamt gehabt, Asuna. Link Between the Worlds oder so hieß das auf dem 3DS. Bist du eher die Zelda-Spielerin oder der Zelda-Spieler? Sorry, ich weiß, um ehrlich zu sein, noch gar nicht, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, deswegen. Aber ist egal, du bist ein korrekter Mensch. Reicht für mich. CP-Playerin. Ach was. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann kannst du ja in den Streams, wenn wir im Online-Modus sind, gerne mitmachen. Und mich ärgern. Okay, Yuki. Was soll ich machen? Warum ist das hier so? Das regt mich voll auf. Ich komme doch da oben nicht an, oder? Nein. Nein. Wo drückst du im Schuh? Boah, das ist so geil. Das macht mega Spaß. Ach so. Ach so. Yeah, geil. Richtig gut getroffen. Okay, und jetzt? Ups, das war nicht so schlau. Aber ich sollte mal da hingehen. Schwimmform. Nein, hör auf jetzt, mach keine Faxen. Was mache ich jetzt? Ja, wo bin ich hier? Warum bin ich jetzt hier? Warum bin ich jetzt hier? I don't know, man. What should I do? There we go. Oh, Mann, ich habe mich voll gefreut. Ich habe mich voll gefreut. Oh, ich konzentriere mich auf diese Säule. Nein, geht nicht. Ja, ich bin aufgeschmissen. Haha. Das ist schon richtig. Ja, okay. Oh, okay. Oh, ich habe hier eine Säule entdeckt. Hauptsprung. Sehr gut. Boah, du siehst so cool aus, Mann. Ohne Witz. Ah. Ah. Wie komme ich da jetzt an? Man kann es doch übertreiben. Du musst da oben auf die Plattform. Da? Okay. Warte mal. Ich habe das Gefühl, es wäre sinnvoller gewesen, hier zu sein. How should I do this?
Ah. Ja, genau. Zack. Oh, die nächste Säule. Mehr vielleicht? Die mittlere? Diese? Was soll das eigentlich? Wieso komme ich denn von hier aus nicht weiter? Das wäre doch voll einfach. Ah! Okay, alles klar, alles klar. I am so happy. Junge! Schwimmform, Schwimmform. Komm jetzt. Hey, miau, 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 miau. Komm jetzt, hallo. Okay. Ja, nice. Sieht doch gut aus, Yuki. Und runter. Ja, nice. I am so happy. Wow, ganz schön weit oben. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Nee, nee. Hab ich nicht. Ich habe gestern Abend einen Hasen getroffen. Der war richtig mutig. Der hat neben mir die ganze Zeit gechillt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. In den Kissen sind eine Menge Fische. Ja, die sind wichtig, ne? Gut, dass du das sagst. Wegen den Flauschkernen. In Alterna zum Beispiel. Damit wir mehr Platz haben. Um uns bewegen zu können. Überall ist es so ölig, schmierig. Achtung, Oktoschütze. Zeig, was ein echter Blablabla ist. Ah, oh, das geht zu schnell. Hä, warum ist da so ein Strich? Okay, dieser Kollege sieht voll interessant aus. Oh mein Gott. Hey. Der ist voll der Killer. Ah, schön ausgewichen. Oh nee, ey, diese Farbe regt mich auf, Mann. Hm? Na toll, jetzt ist hier alles lila. Nein, komm jetzt schnell runter. Hä, was? Das ist ein Octo-Sniper. Der hat's echt in sich. Wie bekämpft man den am besten? Hör, wie jetzt? Runter. Sag mal, erwische ich ihn nicht? Hä? Ah, warte mal. Weg, weg. Ah, genau. I have an idea. Schwimmform. Komm jetzt, hallo. Das dauert voll lange. Komm jetzt, Power-Modus. Miau, okay, gut. Und jetzt? Okay, der Kollege ist immer noch da. Nein! Was? Der ist ja voll weak. Wo geht's jetzt weiter? Oh, oh, okay, okay. Geh dich hoch. Oh, Miauski. Hier einfach durchschießen, oder was? Hä? Ach was. Oh, nice. Mission abgeschlossen. Haften, schießen, springen. Okay.